Verzeihung. Die fünfte Sache, die Allah Azza wa Jalla anspricht, auch in dieser Sura, die Gemächer, Sura 49, sagt Allah Azza wa Jalla in Vers 10, O ihr, die ihr glaubt, er spricht wieder uns an, alle Muslimin, er sagt, O ihr, die ihr glaubt, lasst nicht eine Schar, eine Gruppe von Menschen, über eine andere spotten, sich lustig machen, über andere Menschen. Vielleicht ist diese besser als jene. Vielleicht ist diese Schar, diese Gruppe von Menschen, über die ihr euch lustig macht, besser als eure eigene Gruppe, besser als ihr selbst. Noch lasst Frauen über andere Frauen spotten. Vielleicht sind jene besser als jene. Vielleicht sind diese Frauen, über die du lachst, besser als du. Und du, Bruder, vielleicht ist der Bruder, über den du spottest, besser als du bei Allah Azza wa Jalla. Verleumdet nicht einander und gebt einander keine Schimpfnamen. Schlimm ist die Bezeichnung der Sündhaftigkeit, nachdem man den Glauben angenommen hat. Und jene, die nicht umkehren, jene, die nicht zu Allah umkehren und die bereuen, sind die Ungerechten. Allah Azza wa Jalla sagt das in diesem Vers, in diesem schönen Vers. Und das, liebe Geschwister, auch eine sehr, sehr schlimme und schwerwiegende Sünde bei Allah Azza wa Jalla, weil man nicht weiß, du weißt nicht, ob derjenige besser ist bei Allah als du. Manche Brüder und manche Schwestern denken, die sind besser als andere Geschwister, weil ein Bruder ein Bart hat. Wir sagen, Bart ist Pflicht, Bart ist das, was alle Propheten hatten, ja. Bart ist gut, Allah liebt, dass ein Mann ein Bart hat. Ja, auf jeden Fall. Aber heißt es unbedingt, dass einer, der ein Bart hat, besser ist als einer, der keinen Bart hat? Muss nicht heißen. Eine Schwester, die Niqab trägt, muss es sein, dass sie besser ist als eine Schwester, die keinen Niqab trägt? Muss nicht sein. Überhaupt nicht. Es ist vielleicht von der Belohnung, hat sie in dieser Sache, wenn sie es für Allah macht, hat sie mehr Belohnung, weil sie mehr für Allah Azza wa Jalla macht. Aber es muss nicht sein, dass sie bei Allah besser ist. Weil das ist nicht alles. Ein Bart ist nicht alles. Ein Niqab oder ein Kopftuch, es gibt vielleicht, obwohl es eine sehr schlimme und schwerwiegende Sünde ist, kein Kopftuch zu tragen, rauszugehen ohne Kopftuch, aber es kann sein, dass eine Frau, die kein Kopftuch trägt, bei Allah besser ist als jene, die ein Kopftuch trägt sogar. Und das ist zum Beispiel, gleich, ja? Amen. Wir beten gleich, inshallah, barakallahu. Mashallah, siehst du, der will unbedingt pünktlich beten, mashallah. Inshallah, beten wir gleich, ja? Jazakallahu khairan. Natürlich will ich nicht diese Sünde verkleinern, dass eine Frau ohne Kopftuch rausgeht, überhaupt nicht. Das ist eine sehr, sehr, sehr schlimme Sünde bei Allah Azza wa Jalla. Und diese Menschen müssen Allah fürchten. Aber es kann trotzdem sein, dass diese Frau besser ist als diese. Und was macht uns Yani, wie kann man Yani das, wo ist der Beweis für diese Aussage Yani, ungefähr? Der Beweis von dem Sahabi, der diese Schwäche hatte und oft Alkohol getrunken hat. Und oft wurde er geholt zum Prophet sallam und hat Schläge bekommen dafür. Strafe. Und einer der Sahaba, das hat ihn aufgeregt. Er sagte, verflucht ist dieser Typ. Jedes Mal kommt er zum Prophet sallam mit dieser Sünde und er wird bestraft. Was hat der Prophet sallam gesagt? Er sagte, verfluche ihn nicht. Beleidige ihn nicht, denn ich bezeuge, dass er Allah und seinen Gesandten liebt. Obwohl er diese Sünde, der ist schwach in dieser Sünde und jeder von uns sündigt. Jeder hat eine andere Schwäche oder Schwächen. Und dieser Sahabi hatte diese Schwäche und hat natürlich auch Tauba gemacht und damit aufgehört. Aber der Prophet hat ihm, obwohl er diese Sünde begangen hat, diese schlimme Sünde, hat der Prophet bestätigt, dass er Allah und seinen Gesandten liebt. Subhanallah. Deswegen soll man nicht über andere spotten. Und nicht über andere lachen. Wegen ihrem Aussehen, wegen bestimmten Sünden. Weil vielleicht machen die trotzdem, haben die mehr Iman. Vielleicht machen die andere Taten, die du gar nicht machst. Die du gar nicht kennst. Vielleicht machen die, obwohl die diese Sünde machen, begehen, machen die nachts Tauba und weinen vor Allah Azza wa Jalla. Und du machst Sünden und du machst keine Reue. Und keine richtige Reue. Du weißt das nicht. Du weißt nicht, was er in seinem Leben so macht. Wenn er alleine ist. Deswegen soll man Allah fürchten in diesen Sachen, liebe Geschwister.
Und auch soll man, wie Allah Azza wa Jalla sagt, man soll keine Schimpfnamen geben. So Codenamen und so soll man, darf man nicht geben. Das ist eine sehr, sehr schlimme Sünde, liebe Geschwister. Es sei denn, man möchte einen bekannt machen, dass du an eine Person erinnern möchtest, aber ohne die Absicht, überhaupt gar keine Absicht, über ihn schlecht zu reden. Dass du zum Beispiel sagst, ja, der blinde Bruder zum Beispiel. Oder der behinderte Bruder, der eine Behinderung hat. Ja? Wenn man einen nur erkennbar machen möchte, dass, und man hat nicht diese Absicht, sich über ihn lustig zu machen, dann ist sind diese Namen keine Schimpfnamen. Aber ansonsten, wenn man auch nur eine kleine Absicht hat, so einen Namen zu geben, dann ist es eine sehr, sehr schlimme Sünde bei Allah Azza wa Jalla. Die sechste schlimme Eigenschaft, liebe Geschwister, ist die Lüge. Dass man lügt. Eine sehr, sehr, sehr schlimme Eigenschaft. Und ihr kennt den Hadith vom Prophet, den wir schon mal genannt haben, dass der Mensch lügt und so lange weiter lügt und darauf beharrt, weiter zu lügen, dass Allah Azza wa Jalla ihn als Lügner abstempelt. Allah sagt zu den Malaika, schreibt diesen Namen von diesem Diener auf, so und so, Muhammad, Aisha oder wer auch immer, schreibt auf, er ist ein Lügner. Und dann schreiben die Engel auf, dieser Mensch ist ein Lügner. Allah hat dich abgestempelt als Lügner, subhanallah. Allah verabscheut die Lügner. Allah verabscheut die Lügner. Und er hasst sie. Wie Allah auch in einigen Versen ungefähr es sagt, ja, nicht ungefähr. Also man soll wirklich aufpassen, denn wenn du einen Stempel von Allah bekommst, diese Auszeichnung bekommst, du bist ein Lügner, dann hast du eine sehr, sehr schlechte Ausgangsposition. Im Diesseits und im Jenseits. Und ihr wisst dann ja auch den anderen Hadith vom Prophet, in dem der Prophet gefragt wurde, könnte es ja nicht dazu kommen, dass ein Muslim stehlt, klaut? Könnte es passieren? Sagt er. Es könnte sein, dass er schwach ist und es macht. Könnte es sein, dass er diese und jene Sünde macht? Er sagte, ja, es kann sein, dass es passiert. Es kann sein, dass er vielleicht so schwach wird. Und dann kam die Frage, kann es sein, dass ein Muslim lügt? Der Prophet sagt direkt, niemals. Niemals. Ein Muslim lügt, niemals kann das passieren. Egal wie schwach der wird. Es ist wirklich eine Sache, vor der wir Allah fürchten müssen, weil das Allah Azza wa Jal wirklich sehr, sehr, sehr verabscheut. Und nicht nur Allah Azza wa Jal, selbst die Menschen. Wenn du bekannt bist bei den Menschen, dass du lügst, bei der eigenen Familie, dass du ein Lügner bist, ist vorbei. Du wirst nicht ernst genommen, du wirst erniedrigt. Man, khalas. Und das ist eine wichtige Sache, liebe Geschwister, auch in einer Ehe, dass sie auf Ehrlichkeit basiert. Dass man niemals lügt. Wenn du da versuchst, oder nicht versuchst, du musst das unbedingt machen, dass deine Frau dich niemals im Leben beim Lügen erwischt. Dann kann sie auch niemals Skepsis haben. Skeptisch sein. Dann darf die niemals sagen, sagst du die Wahrheit? Ja, wenn die dich 10 Jahre, 15 Jahre nicht einmal erwischt hat, dass du ein einziges Mal lügst, dann sagst du ihr direkt, dann bist du sogar sauer. Wehe dir. Hast du mich schon mal beim Lügen erwischt? Hast du von mir irgendwann mal eine Lüge erwischt? Oder eine Lüge gehört? Ja, deswegen ist eine sehr, sehr wichtige Sache, dass wir und auch die Ehen und Familien diese Eigenschaft, diese Charaktereigenschaft besitzen, der Ehrlichkeit und dass man immer die Wahrheit spricht und niemals lügt.